Unterwegs mit Marc van Bommel, dem Aggressivleader der Bayern, wie ihn Ottmar Hitzfeld gerne nennt. Exklusiv für FCB-TV gibt der Holländer sein Debüt im Biergarten. Der Himmel natürlich weiß-blau, so wie es sich in Bayern gehört. Servus. Hallo Marc. Hallo. Hier Alex. Schön, Hallo. Dass du gekommen bist. Ja. Ich wollte dich heute mal so ganz klassisch zum Essen einladen. Im Biergarten. Okay. Gut. Du hast ja ein bisschen Zeit. Ja, ich habe ein bisschen Zeit. Ja. Zwischen dem Training. Bitte, okay. Serviert. Danke. Hast du Hunger mitgebracht? Ja, sicher, ja. Ja? Ja. Kommst gerade vom Training? Ja, trainieren heute Mittag nochmal. Mhm. So, wir müssen gut essen, ne? Ja, richtig reinhauen. Also es gibt auch alles, was wir wollen. Wolltest du immer schon nach Deutschland? Oder? Na gut, im Süden von Holland ist das Dialekt auch fast ein bisschen Deutsch. Mhm. Und jeden Samstag natürlich nach die Sportschau geguckt. Das ist Fußball. Und dann hast du schon eine favorite Mannschaft, wie sage ich das gut in Deutsch? Ja, eine Lieblingsmannschaft. Lieblingsmannschaft. Und das war immer Bayern. Immer schon Bayern. Ja. Und das war schon lustig, dass ich jetzt für die Bayern spiele. Ja. Auf dem Spielfeld bist du ein sehr temperamentvoller Spieler. Wie ist das jetzt? Was ist das jetzt für ein Gefühl, wenn du nicht mitspielen kannst beim nächsten Spiel? Ja, das ist schwierig. Das höre ich öfter, dass ich ein ganz anderer Mensch bin außerhalb des Platzes.